Ja, moin, moin, meine Freunde des gepflegten E-Sports. Ich lebe noch, meine Damen und Herren. Ich lebe noch. Ich habe es endlich geschafft, mal ein CW zu finden. Jetzt geht es hier langsam los. Ich habe auch gesehen, Casey ist jetzt im Viertelfinale. Ah, leider Gottes habe ich den Moment aber auch schon einen anderen CW jetzt organisiert. Tut mir leid, Jungs, tut mir leid. Ach, Mensch, 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 Mensch. So, ey, warte mal, Casey, Viertelfinale? Die spielen doch gerade erst im Achtelfinale oder was? Ich schaue noch mal ganz kurz. So, da haben wir das. Oregon wird jetzt gepickt hier. Wir haben die Jungs von Aras gegen Fearless Warrior. Dann schauen wir mal. Wo ist denn Casey? Wo ist denn Casey? Bevor ich hier, warte mal, mach mal richtig hier. So, zack. So, die Jungs. Oh, ich sehe gerade, ihr habt jetzt einen Freewin gegen Warriors EU. Ah, holla die Waldfee, Jungs, Menschenskinder. Ey, GG. Jetzt seid ihr im Achtelfinale, Menschenskinder. Schönes Ding von euch auf jeden Fall. Und ich bin jetzt endlich mal gehypt, Alter. Ich kann jetzt hier endlich mal als Caster fungieren, Leute. Dann gehen wir doch einfach mal hier schon mal so mal ein bisschen durch hier. Da haben wir den Wismies. Der ist auf jeden Fall Diamant 1314. Dann haben wir Toxic the Best. Gold 1213. Warbreeders. Platin 1312. Luaxis. Platin 1 2116. Oh, nicht schlecht, kann man ja sagen. Level 274, Leute. Mann. Dann haben wir Valentinas hier noch. Platin 2 1212. Auf den Seiten der Fearless Warriors. Oh, da geht das da los hier. Die reden und das. Ich hoffe doch, dass der CW jetzt hier startet, weil ich habe hier wirklich keine Böcke mehr. Ich drehe hier langsam am Rad. Da haben wir den Tobi wieder mit Level 266 auf Diamant 1212. Dann haben wir nochmal den Physic Storm, Platin 1, Level 239, 1516. Hydra Kronos, Platin 2, 1613. Der Holz, Platin 2, 1110. Und last but not least, Dr. Radke, der kleine Kinder vom Fahrradschubs, Alter, und an deren Sattel riecht. Nicht meine Worte. Platin 2, 1414. Nice try. So, die Häkchen sind hier bei den Jungs von Fearless fast gesetzt. Der Tobi ist da noch am Reden. Sie unterhalten sich jetzt gerade mit Aras. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, das Team, was jetzt hier gewinnt, kommt ins Achtelfinale. Ne, und wenn ich Glück habe, Might Arrow, ne, und euer Gegnerteam ist noch nicht da, dann caste ich natürlich euer Achtelfinale. Ne? Weil das wäre ja nochmal wieder schön hier, ne? KC7 mal wieder im Stream zu sehen. So, die Jungs von Fearless Warriors sind alle bereit. Luaxis ist auch schon, aber vier Leute fehlen noch. Oregon ist gepickt worden. Und ich kann endlich mal hier als Caster fungieren, Menschenskinder. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Also heute, meine Damen und Herren, heute habe ich wirklich ins goldene Töpfchen gegriffen. Ne? Also ich glaube, mein Stream, der läuft jetzt hier schon seit knappen 4 Stunden. Und was soll ich euch sagen, nicht ein Cast habe ich, nicht einen einzigen Cast habe ich auch. Oh, Jesse, du lebst auch noch. Das ist doch schön, Menschenskinder, das freut mich doch zu hören. Und Leute, was soll ich euch sagen, es kann endlich losgehen. Die Häkchen sind gesetzt, 3, 2, 1, let's get ready to rumble, meine Damen und Herren. Go for 73, Aras gegen Fearless Warrior auf Oregon. Ich bin so gespannt. Ey. Was ist Skynet? Stats habe ich schon gezeigt, ne? Wenn du zu spät reinkommst in meinem Stream, dafür kann ich nichts, mein Freund, dafür kann ich nichts. Ah, oder? Nee, halt, warte mal, so weit bist du noch gar nicht, ne? Oh, ich muss mir ja noch die aufschreiben, weil die Jungs von Aras, die fliegen immer gerne raus. Oh, Blitz wurde gebannt, okay. Blitz haben wir, dann schauen wir doch mal. Ah, Mann, was für ein Tag heute. Also letzte Woche, da lief das wie geschnitten Brot. Ne, also zack, ein CW nach dem anderen gehabt, ne, und hier, also wirklich gesagt, ne, 4 Stunden hing ich erstmal da. Ah, Mensch. Aber was soll's, meine Damen und Herren, ich bin jetzt da, ich bin ready, die Teams sind ready. Die Mira sag ich schon, die Hibana wurde gebannt. Hibana,
Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, also Hibana ist jetzt nicht so, ne? Oh, warte mal, ich bin Oregon, ich Idiot, nicht Küste. Vergisst es. Mute, okay. Dann bin ich ja mal gespannt, was als letztes gepickt wird. Oh, Six Dobermann. Ich grüße dich in meinem Stream, mein Junge. Also Leute, also wie gesagt, ne, wenn ihr mal irgendwie so einen Typen, so richtig kernigen Typen hören wollt, Alter, dann geht mal zu Dobermann in den Stream, ne? Alter, meine Fresse, Alter, der Typ, Alter. Der putzt sich morgens, Alter, mit Jim Beam seine Zähne und gurgelt kräftig. Witchell, last but not least. Somit haben wir die Bannphase hinter uns gebracht. Ich hoffe auch, dass es kein Rehost geben wird. Oder. Dann wollen wir doch einfach mal schauen, meine Damen und Herren. Ich bin so gehypt. Rookie, schau auf dein Handy. Wieso? Ilias. Also, jetzt mal ohne Spaß. Also, du siehst gerade, dass ich jetzt hier am Casten bin. Ne? Also, ich kommentiere jetzt ein CW. Und was glaubst du denn, was ich jetzt mache? Ich gehe doch jetzt nicht an mein Handy, Alter, um mit dir zu quatschen, Digga. Was ist los, Alter? Oh, Pickphase auch. Doggybee wurde von Wismies genommen. Okay. Also mit dem Operator komme ich absolut nicht klar, muss ich ganz ehrlich. Drei Ausrufezeichen, Digga, Alter. Naja, klar, alles klar, alles klar. Wenn du mal irgendwie am Stream bist, Digga, ich rufe dich auch an. Ach, Mann. Endlich mal ein CW-Kasten hier. Ist das nicht schön, meine Damen und Herren? Verteidiger, schützt eure Dann gehen wir doch Bomben. einfach Ich mal habe gleich mal hier so Spezialangreifer. schön die Stats durch, ne? Weil den Aufbau wollen wir ja nicht sehen, da ist ja hier alles klar, ne? Hier wird alles aufgeschossen, ne? Rotation Hall wird gemacht, Richtung Baustelle wird zugemacht, also das ist alles hier, ne? Substandard, sag ich mal. Da haben wir auch Warbreeders auf dem Jackal. Liuxis ist auf der Twitch unterwegs. Valentina ist wieder auf dem Termite. Wismies ist auf der Doggybee und last but not least, Toxic the Bass ist auf der Ash unterwegs. Und ich glaube, Toxic the Bass, der war auch beim letzten. Also, ich habe die schon mal gecastet. Die Jungs, die sind an sich nicht schlecht, muss man sagen. Da haben wir doch auf Fearless-Seite den Tobi09 auf dem Bandit. Hydra Kronos auf dem Legion. Physics Storm auf dem Smoke. Holz auf der Mira. Und last but not least, Dr. Radke auf dem Jäger. Dann schauen wir einfach mal, ob wir so einen kleinen Rumor haben. So einen kleinen Schlingel, der hier irgendwie einen kleinen Spawn-Pick machen möchte. So wie es aussieht, nein. Aber Toxic the Bass ist mit der Ash schon hier vorne in der Lobby. Schießt aber erstmal auf. Ah, da wird Garage abgeaimt. Oh, das wird auch ganz gerne genommen von der Garage. Halt nochmal so einen kleinen Spawn-Pick-Versuch. Oh, Dr. Radke ist hier schon auf Versammlungshalle. Wurde aber ausgedroht. Jetzt muss er aber ein bisschen Fersengeld geben. Ah, oh, Warbreeders, das ist schon im Speisesaal. So. Die Axis hängt am Außenfenster bei Waffenlager. Aber so wie es aussieht. Oh, da wird schon geschossen. Dotgeratke sieht den Opening Frag und holt die Axis raus. Und da wird auch gecallt, dass oben einer Bridge ist. Ganz stark gemacht. Hydra Kronos konnte auch noch einen rausnehmen. Somit haben wir jetzt nur noch drei Angreifer gegen fünf Verteidiger. Ah, der Tobi ist oben, aber er wurde gecallt. Also, er muss aufpassen auf jeden Fall. Ah, da ist auch die Ash schon. Ah, er setzt Blinds auf jeden Fall Richtung Schlafzimmer. Ach, das ist nicht die Ash, das ist der Jackal. Warbreeders. Ah, da bin ich mal gespannt. Aber der Tobi versteckt sich. Versucht einfach dem Gegner nur Zeit abzukaufen. Ah, Dr. Radke ist hinten, großer Turm. Unterstützt ihn, okay. Er könnte auch ein Heady setzen, wenn jetzt der Warbreeder zu weit vorkommt. Ah, nee. Er muss aber auch aufpassen, nicht, dass Versammlungshalle einer ist. Weil Valentina droht Versammlungshalle aus. Und Warbreeder konnte sich den Tobi holen mit einem schönen Heady. Somit haben wir jetzt nur noch vier Verteidiger gegen drei Angreifer, meine Damen und Herren. Noch 1:05 zu spielen. Alles ist noch offen. Ah, Valentina aimt auf jeden Fall Versammlungshalle ab, weil sie haben. Auch schön gemacht von dem Hydra, konnte Warbreeders rausnehmen. Da ist er zu nah an den Dropper rangekommen. Bombe von Angreifern lokalisiert. Jetzt noch 45 Sekunden. Ah, Toxic the Best muss erstmal die Grooves rausziehen. Er versteckt sich hier im Klassenzimmer. Muss aber aufpassen, nicht, dass die Mira ihn da rausholt. Aber der Holz, der steht. Au, der Smoke steht da oben mit seiner SMG.
Ah, die erste Smoke-Ladung flog auch schon. Termite macht sich langsam bereit. Ah, da kann er sich ein Heady setzen. Schöne Heady von Valentinas. 15 Sekunden, jetzt müssen sie langsam aufpassen. Jetzt müsste er gleich springen. Ah, ja, oben drunter. Setzt Blinds, aber Physic Storm setzt den Heady an mit seiner SMG und Dr. Radke macht dem Spiel ein Ende. Und somit geht die erste Verteidigerrunde an die Jungs von Fearless Warrior. Schöne da laufen auf jeden Fall vom Doktor. Und der hätte eigentlich gecallt werden müssen. Da lag noch eine Drohne. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. So, dann haben wir jetzt erstmal wieder die Operator-Auswahl. Dann kommt wieder die Pick-Phase. Was ich an sich immer geil finde, ist halt, ne, dass denn die Gegner halt nicht sehen, welchen Operator man nimmt. Und Glass wird gepickt von Toxic, okay. Ja gut, okay, sie werden jetzt oben im Schlafzimmer sein, ja klar. Oh, da bin ich mal gespannt jetzt. Also wie gesagt, ich kenne Ara schon aus dem letzten Stream. Sie waren eigentlich auch sehr stark. Und ich bin auch der Meinung, sie hatten letztes Mal auch Oregon gespielt. Das scheint wohl eine bevorzugte Map zu sein von Aras. Und Wismir wechselt auf jeden Fall nochmal zur Twitch und Holz auf den Maestro. Ah, Maestro, kein Bock zum Nachladen. 81 Schuss Magazin. Geht ab. Die Angreifer müssen Bomben lokalisieren. Da muss ich jetzt erstmal richtig warm werden hier langsam, Leute. Jetzt gehen wir einfach mal wieder auf die Angreifer los. Warbreeders ist auf der Ash diesmal unterwegs. Lyaxis ist auf dem Sledge. Valentina hat wieder sein Termite. Wismis ist wieder auf. Also, was heißt wieder? Er hat die Twitch jetzt. Und last but not least, Toxic's Best auf dem Glass. So, dann haben wir dann den Tobi wieder auf dem Bandit. Hydra wieder auf dem Legion. Physic Storm auf der Ela. Holz auf dem Maestro. Und Radke, Dr. Radke auf dem Jäger. Ah, dann bin ich mal gespannt. Ja, es versucht auch keiner irgendwie großen Turm zu verteidigen. Ja, das Einzige, was gemacht wird, der Bandit versucht halt die Brücke da oben halt ein bisschen mit seiner Schockladung fertig zu halten. Okay. So, 4 Leute in Room. Ah, das ist halt ein bisschen aber so. Ich sehe gerade, der Doktor ist unten. Bin ich mal gespannt. Er dürfte gleich Kontakt haben. Die Twitch ist vor. Ja, sie drohen erstmal Garage aus. Na, Doktor hat auf jeden Fall verschoben Waffenlager. Er steht schon oben vor Schlafzimmer. Oh, könnte lang abaimen, aber hat er nicht gepacht. Aber er sieht den Bandit. Er will den Bandit da auf jeden Fall raushaben rum aus der Brücke. Und wenn der Bandit nicht aufpasst, könnte er jetzt. Oh Gott, ganz knapp. Und da hat er nochmal Hits gesetzt an Jäger. Oh, da ist der Doktor aber ein bisschen unglücklich durch den Korridor durchgelaufen eben gerade. Blinds werden gesetzt Richtung Hallway. Ah, der Warbreeders, er weiß, dass da hinten der Band noch steht. Setzt auch Blinds immer, aber er kommt da nicht durch. Oh, Sledge hat da unten schon Probleme. Ah, Wismir versucht ihn jetzt zu unterstützen. Versucht jetzt unten von Versammlungshalle zu hinterlaufen. Aber wenn er da hochgeht, ist er glaube ich dran, weil wie gesagt, der Bandit steht hinten. Aber Physic Storm konnte den Opening Frag setzen und sich Wismir holen. Ah, der Tobi versucht ihn auf jeden Fall zu challengen mit der MP7. Ah, das würde ich aber nicht machen. Ah, Sledge wird erstmal wieder revived. Und unser Glass. Ah, Toxic, er steht immer noch außerhalb am Big Window. Ah, das Ding ist einfach nur, die Jungs hier vom Fearless Warrior, sie müssen erstmal ins Spiel kommen. Ne? Sie haben, ich glaube, das ist jetzt die 4. Runde für die Fearless Warriors, wovon 3 Runden halt über Support oder Freewin, entschieden wurden. Noch 58 Sekunden zu spielen. Jetzt versucht der Termite erstmal die Zweierwand aufzumachen im Kinderschlafzimmer. Dürfte es auch eigentlich durchkriegen, weil unten auch keiner steht. Aber da kommt der Call auf jeden Fall. Oh, schön gemacht. Tobi konnte sich Toxic the Best rausnehmen. Da hat die MP7 doch gewonnen. Jetzt guckt der Valentin. Er weiß, dass er da ist. Er hat ihn gesehen. Er hat ihn gesehen. Könnt ihr den Heady ansetzen? Nein, er veraimt. Da hat der Bandit nochmal richtig Glück gehabt. Blinds werden gesetzt. Aber Physic Storm konnte die Lyaxis rausnehmen. Valentina konnte sich Tobi holen. Warbreeders hat sich Hydro rausgenommen. Und somit haben wir jetzt noch 2 Angreifer gegen 3 Verteidiger.
Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, Ash hängt immer noch am Fenster. Ist jetzt in Room. Versucht zu pushen. Weiß nicht, dass White Stairs einer steht. Setzt Blinds, White Stairs. Oh, was macht er? Was macht er? Er schützt sie nicht. Holz konnte Valentinas rausnehmen und Dr. Radke beendet diese Runde und holt Warbreakers raus. Ah, was hat denn die Ash da gemacht? Also ich glaube, er war da leicht deplatziert, wusste nicht, was er machen sollte. Hat auf jeden Fall nicht den Termite geschützt und somit geht die zweite Runde an die Jungs von Fearless Warrior. So, dann schauen wir doch mal. Habt aber Respekt in die neuen Deutschen. Was? Fearless Warrior sind die neuen deutschen Meister? Neue deutsche Meister? Wie meinst du das denn jetzt bitte, Skynet? Ah, okay. Dann lesen wir Respekt für Liga 1 Teams. Ja klar, immer. Immer Respekt. Ah, okay. Ah, ich wusste gar nicht, dass Fearless Warrior, also ihr spielt auch in der DESBL. Das wusste ich gar nicht, okay? Ah, okay, neue Beiträge. Ja, ich bin in der Community von den Jungs von Six Gaming. Habe ich auch noch nicht ausgeschaltet, gut. Muss ich auf jeden Fall fürs nächste Mal machen. Ich studiere eure Taktik, nö, Spaß. So, aber wenn wir jetzt immer den Aufbau hier angucken, Kitchen, Esszimmer. Können wir auch mal die Angreifer durchgehen, da hat sich nämlich wieder einiges geändert. Und zwar Warbreakers ist diesmal auf der IQ unterwegs, Valentina wieder auf seinen Termite, Wismir auf der Twitch, Toxic wieder auf dem Glass und der Setcher wird von Lyaxis gespielt. Auf Seiten der Jungs von Fearless, da haben wir wieder Dr. Radke wieder auf dem Jäger. Holz auf der Mira, Physics Storm diesmal auf der Echo, Hydra Kronos ist auf dem Legion unterwegs und der Tobi wieder auf seinem Bandit. Und wenn ich mir mal so die Sets anschaue, also an sich, ne, Valentines und Warbreakers, die einzigen beiden hier, die in zwei Runden zwei Kills gemacht haben. Und bei den Jungs von Fearless ist es eigentlich ausgeglichener halt, ne. Wie gesagt, der Tobi und der Holz, die sind halt sehr, sehr defensiver Part hier. Aber wir können ja mal schauen, ob hier irgendwie noch einer versucht, ein bisschen rumzulaufen. Der einzige, der da ein bisschen Stress machen könnte, wäre Hydra. Weil er unten bei den Duschen ist. Warbreakers droht erstmal. Weil sie versuchen definitiv kleinen Turm einzunehmen und diese Zweierwand aufzumachen, weil das ist immer ganz nett hier, da Zweierwand aufzumachen, rein smoken, reinrennen, mit Glass up, aim und fertig. Ah, da muss der Holz aufpassen, da wurde er gedroht. Setzt da lieber noch die Wand hoch. Warbreakers ist auf jeden Fall schon an der Tür, aber er geht erstmal weg. Toxic is the best, droht aus. Also noch stehen die Jungs von Aras außerhalb. Oh, Valentinas ist schon drin, sehe ich gerade. Im kleinen Turm. Er callt auch. Au, Wismir konnte Tobi rausnehmen. Er callt auf jeden Fall, dass Legion in der Dusche ist. Ich hoffe, er wird auch abgeaimt. Oh, Claymore. Ah, Valentinas weiß noch nicht, aber Toxic the Best aimt ihn ab. Er sollte ihn auf jeden Fall abaimen. Nicht, dass er Legion rauspusht. Weil der Legion macht sich schon langsam bereit. Ja, Smoke kommt. Jetzt müsste eigentlich hier, genau. Aber Toxic muss aufpassen im Hallway. Da könnte der Legion auf jeden Fall nochmal hinterlaufen. Plant geht durch, so wie es aussieht. Valentina kriegt den Plant durch. Und Toxic verschiebt schon. Er will auf jeden Fall lang abaimen. Das ist ganz, ganz, ganz gut gemacht, ja, von den Jungs von Aras. Da müssen jetzt die Jungs von Fearless aber sich ein bisschen was einfallen lassen. Oh, wie gesagt, lang. Aber Dr. Rad gesetzt den Heady an und holt Lyaxis raus. Und Physics Storm setzt Heady an und holt Dr. Oh, was ist hier denn los? Aber die Clay von Lyaxis holt Dr. Radke raus. Valentinas konnte Physics Storm rausnehmen. Wismir setzt den Heady an Holz. Und somit geht die erste Angreiferrunde an die Jungs von Aras. Man muss es wirklich sagen, neidlos zugeben, sehr stark gemacht von Aras auf jeden Fall. Ja, und auch das ist die einzigste Möglichkeit, um irgendwie Esszimmer da ordentlich zu platzieren, diese Zweierwand. Ja, schauen wir jetzt nochmal. Wir arbeiten viel an Struts, ja, das ist klar, ist klar. Aber wie gesagt, ne, ich wusste nicht, dass ihr auf jeden Fall auch bei der DESBL mitspielt. Habe ich noch nicht gesehen, weil ich bin ja auch Caster für die DESBL, deswegen hätte es mir eigentlich auffallen müssen. Na gut. Asche auf mein Haupt. Wir kriegen es nochmal hin. Und jetzt wird nochmal Waschküche genommen. Ja, und das ist halt eine wichtige Runde, halt im Angriff auch Punkte zu machen. Weil halt die Verteidigerrunde ist wirklich halt ist jetzt meine persönliche Meinung, ne? Die Verteidigerrunde ist halt immer besser halt, ne, auf Oregon.
Ja, Wismir wechselt auf jeden Fall wieder zu seiner Doggeby. Nimmt den Blackbeard dafür raus. Ah, bin ich auch mal gespannt hier. Ah, ich schaue hier nochmal ganz kurz hier. Sollte eigentlich alles super laufen? Ja, gut. Weil das ist halt immer so ein bisschen noch bei mir die Angst, halt, dass die Technik halt versagt. Verteidiger, schützt eure Bomben vor der Entschärfung. Aber wir gehen einfach mal wieder die Angreifer durch. Da haben wir wieder Warbreeders auf seinem Jackal. Lioaxis ist auf der IQ unterwegs. Valentina ist auf dem Termite. Wismis ist auf der Doggerbee unterwegs. Und last but not least, Toxic the Best wieder auf der Ash. Und auf der Verteidigerseite, da haben wir den Tobi wieder mit dem Bandit. Er mag wohl den Bandit. Legion ist wieder auf der Hydra, Hydra ist wieder auf dem Legion unterwegs. Sorry, Digga. Physics Storms hat den Smoke. Holz wieder auf der Mira und Dr. Radke wieder auf seinem Jäger. Dann gehen wir einfach mal durch hier. Ob hier irgendwo ein kleiner Rumor ist. Es bleiben noch 5 Sekunden. Weil Spawnkills habe ich hier von den Jungs von Fearless noch gar nicht gesehen. Angreifer haben ihren Entschärfer zurückgeholt. Ziel der Angreifer ist das Entschärfen. Na, dann gehen wir mal auf Ash, weil wie gesagt, Toxic the Best, der gefällt mir richtig gut auf der Ash. Hat zwar 0 Kills, aber trotz alledem, die Movement ist auf jeden Fall da. Ist ganz wichtig für sein Team. Oh, da muss er... hat er das jetzt gehört? Nee, das hat er, glaube ich, nicht gehört, der Wismir, dass da hinten einer den Fenster aufgemacht hat. Wer ist denn da im großen Turm drinne? Nee, keiner. Oh, Warbreeders könnte sich gleich einholen, aber Dr. Radke setzt den Heady an Warbreeders und somit geht der Opening Frag an die Jungs von Fearless Warrior. Aber Wismir konnte Tobi rausnehmen und somit haben wir eine 4-4-Situation wiederhergestellt. Jetzt muss auf jeden Fall Dr. Radke aufpassen, weil er ist absolut One-Shot. Er muss nur noch einmal angepustet werden, dann ist der Junge weg. Somit haben sie jetzt auch schon die Brücke, also den Tunnel auf jeden Fall. Oh, der Leaxis kommt da nicht durch, oder was? Doch, er kommt da durch, ich wollte gerade sagen. Oh, Blinds werden gesetzt Richtung Hallway. Whitestairs ist auf jeden Fall einer. Toxic könnte ihn da sich auch abaimen beim Fenster. Es dürfte der Dr. Radke gewesen sein. Ja, Valentina hat den Jäger rausgenommen. Also, somit haben wir jetzt nur noch 3 Verteidiger gegen 4 Angreifer. Jetzt müssen es Physics Storm, Hydra und Holz regeln. Alle drei sind in Room. Jetzt können die Jungs von Ares richtig gut aufbauen erstmal. 1:23 zu spielen. Also alle Zeit der Welt auf jeden Fall da. Ah, Wismir aimt schön die Stairs ab. Das ist richtig wichtig. Nicht, dass einer einfach hochpusht. Bombenentschärfungsgeräte, Angreifer wurde fallen gelassen. Ah, Valentina ist im... Ah, Versammlungshalle machen sie jetzt auch auf, okay. Also wollen sie auf jeden Fall von 2 Seiten angreifen. Ah, ja, wie gesagt, also jetzt wird ausgedroht, noch 50 Sekunden zu spielen. Ne, da wird geschaut, wo wer ist. Ah, IQ kommt zur Unterstützung, hat erstmal das ADS weggemacht. Hallway wird abgeaimt. Ah, jetzt stehen die Jungs sich aber ein bisschen im Weg. Ah, und Toxic the Best konnte Hydra rausnehmen. Also somit haben wir jetzt nur noch 2 Verteidiger. Aber was machen die Jungs von Ares da? Ah, die Smoke kommt gut. Er versucht durchzulaufen. Oh, das wird knapp für ihn. Das wird knapp. Ah, er musste wieder zurück. Sehr stark gemacht vom Smoke auf jeden Fall. 15 Sekunden zu spielen. Oh, da kommt die letzte Smoke. Und sehr gut gemacht vom Smoke. Jetzt müssen sie die 10 Sekunden einfach nur noch runterspielen. Schön gemacht von den Physics. Holz konnte Lyaxis rausnehmen. Und somit haben wir jetzt nur noch 2 Angreifer gegen 2 Verteidiger. Aber Wismir hat Physics Storm rausgenommen. Schön hinterlaufen. Aber die Verteidiger gewinnen die Runde, weil der Entschärfer nicht platziert werden konnte. Also da müssen sie jetzt die Jungs von Fearless Warrior auf jeden Fall den Physics Storm dickes GG sagen. Weil das hat er richtig gut gemacht mit den Smoke-Granaten. Ganz stark gemacht von den Smoke auf jeden Fall. Und somit steht es 1:3. Wir haben jetzt für Fearless noch eine Runde in der Verteidigung. Und dann ist Aras dran mit der Verteidigung. Und ich bin mal gespannt, meine Damen und Herren, wie Aras das jetzt regeln wird auf jeden Fall in der Verteidigung dann. Also nächste Runde, nicht jetzt. Ah, die Pickphase ist auch durch, also die Operator bleiben.
Was erzähle ich denn da? Die Pickphase war noch gar nicht durch, Menschenskinder. Ne, Wismet hat wieder auf der Twitch gewechselt. Aber, ja. 3 Sekunden noch, meine Damen und Herren. Dann ist die Pickphase durch und die Operator bleiben so. Sorry, Leute. Wie gesagt, also nach 4 Stunden, das ist jetzt mein erster Cast. Ich muss immer richtig warm werden wieder hier. Die Angreifer müssen ne? Bomben lokalisieren und entschärfen. Wir schauen einfach mal, wie das jetzt aussieht hier. Da haben wir doch wieder den Warbreeders auf dem Termite unterwegs. Liuaxas ist auf der Ash. Valentinas hat diesmal den Lion gepickt. Wismis ist auf der Twitch wieder unterwegs. Toxic the Best wieder auf dem Glass. Auf Verteidigerseite. Diesmal hat der Tobi den Smoke genommen. Hydra ist auf dem Legion unterwegs. Physics Storm ist diesmal auf dem Bandit. Obwohl er mir richtig gut, also er hat wirklich die Runde gecarried, muss man ganz ehrlich sagen, mit dem Smoke. Und Holz auf dem Maestro wieder. Und last but not least, Dr. Rutger wieder auf seinem Jäger. Ne, warum es jetzt diesen Wechsel hier gab zwischen Tobi und Physics Storm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall verändern sie es ein bisschen, so wie es aussieht. Ah doch, der Bandit geht gleich wieder, Rotation Hall ist da. Diesmal greifen die Jungs von unten an, so wie es aussieht, wollen unten aufräumen. Dann gehen wir doch mal rein. Also vertikales Gameplay von unten nach oben, so wie es ausschaut. Blinds werden schon mal gesetzt von Valentinas. Ah, okay. Aber wie gesagt, das ist hier, ne, also die Twitch, wenn sie die nicht so auf dem Schirm haben. Oh, hat die Twitch gerade vergessen, die Standardcam auszumachen? Oder wollte er sie nicht ausmachen? Zwecks Sound. Also das ist jetzt natürlich strafbar, ne? Also ich sag ganz ehrlich jetzt, ne, Standardcams in Room. Dann darf er sich auch nicht wundern, wenn er irgendwie Blinds kriegt und dann... Oh, da lief der Bennett unten gerade, Versammlungshalle. Und er hat ihn nicht auf dem Schirm. Er hat ihn nicht auf dem Schirm. Angreifer haben eine Bombe lokalisiert. Aber jetzt, wow, schöner Heady von Wismis gemacht. Schöner Opening Frag von den Jungs von den Aras. Also Standard Cam ist aktiv. Die Jungs von Fearless waren nicht in der Cam drinne. Und somit konnte Bennett geholt werden. Also ich weiß jetzt nicht, was schlimmer war. Die Standard Cam nicht kaputt zu machen oder nicht in der Cam zu sein. Ah, Liuaxas macht hier erstmal alles auf. Ah, Valentina ist immer noch auf dem Dach. Was macht denn unser Glass? Glass ist am Big Window auf jeden Fall. Versucht hier mal so ein, zwei Picks zu setzen. Richtung Hallway. Aber wie gesagt, 1,20 noch zu spielen. Ist noch alles offen. Wir haben noch 4 Verteidiger gegen 5 Angreifer. Ah, da wird auf jeden Fall erstmal Brücke ausgehen. Oh, da hat er ihn aber fast in Shirt geschossen. Wen hat er gerade gesehen? Aber schön aufgepasst von Smoke. Und der Tobi konnte ihm das Smoke Grenade abschmeißen. Und Liaxas konnte aber Dr. Radke rausnehmen. Und somit haben wir jetzt hier noch 3 Verteidiger, meine Damen und Herren, gegen 4 Angreifer. Noch 50 Sekunden zu spielen. Smoke ist Half-Life. Der Wismir wird auf jeden Fall wieder revived. Ah, das ist... Oh ja, da geht er schon wieder... Da geht die Zweierwand auf. Jetzt bin ich mal gespannt, noch 35 Sekunden zu spielen. Das ist natürlich ärgerlich, dass jetzt der Glass raus ist. Ne, so kann er halt die Wege nicht. Oh, Liuaxas konnte mit der Ash... Was, mit der Ash-Ladung? Hat er den Tobi sich geholt? Nice! Ah, oh, Wismir steht drinne, aber Hydra hat aufgepasst und setzt das Brett an. Aber Liuaxas konnte Hydra rausnehmen. Der Refrag ist da. Und Holz hat auf jeden Fall schön mit der Maestro LMG, Alter, mal Valentina ein Handy gesetzt. Aber, so wie es aussieht, Warbreeders kriegt den Plant durch. Ja, Warbreeders kriegt den Plant durch. Last Man Standing auf Seiten von Fearless Warriors. Er muss sich jetzt richten. Er hat Whitestairs einen Gegner und er hat hinten Richtung Waffenlager einen Gegner. Und die Drohne wird abgestellt und Liaxas setzt den Handy an. Und somit haben die Jungs von Aras ihre 2. Angriffsrunde geholt. Und das ist ganz, ganz wichtig, um den Anschluss nicht zu verpassen. Weil wie gesagt, Oregon ist wirklich eine Verteidiger-Map. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Fearless auf jeden Fall angreifen wird. Weil es wird schwierig jetzt. Es wird wirklich schwierig, gegen Aras durchzukommen. Wir lassen uns überraschen, meine Damen und Herren. Ich bin ja auch noch mal ganz kurz am Gucken. Weil die Zeit ist ja auf jeden Fall da. Wir refreshen auf jeden Fall die Seite noch mal.
Und wir schauen. Ah, schade, schade. KC7 spielt jetzt im Achtelfinale. Gegen Five Big Randys. Okay, da bin ich mal gespannt. Also. Ja, weil wie gesagt, jetzt kommt das Achtelfinale, danach Viertelfinale und dann Halbfinale, meine Damen. Oh, Mojin, du heulst jetzt. Auf jeden Fall ist das hier ein sehr, sehr, sehr spannender CW. Beide Teams schenken sich hier nichts. Beide Teams wollen auf jeden Fall ins Achtelfinale. Ne? Und beide Teams haben die Möglichkeit, ins Achtelfinale zu kommen. Dann gehen wir nochmal die Angreifer durch. Der Tobi ist auf der Ash unterwegs. Hydra auf der Ying. Physics Storm auf der Doggeby. Holz auf dem Termite. Und Dr. Rutger auf dem Lion. Auf Verteidigerseite von Aras. Da haben wir Warbreeders auf dem Bandit. Luaxis auf dem Smoke. Valentinas auf dem Legion. Vismis ist auf dem Jäger. Und last but not least, Toxic the Best ist auf der Echo unterwegs. Und es wird als erstes Schlafzimmer. Ich finde, an sich war das jetzt ein guter Schachzug, weil die Jungs von Fearless Warriors dachten, dass sie unten sind und haben den Glass weggelassen. Dann bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, die Jungs von Aras, ich bin auch der Meinung, ein, zwei Spawnpicks. Oh, Vismir geht ganz runter. Könnte gefährlich werden. Also den müssen sie auf jeden Fall auch auf dem Schirm kriegen hier. Weil wenn sie den jetzt nicht auf dem Schirm haben, der kann er richtig viel Stress nachher sorgen. Schauen wir mal einfach hier, was hier noch so abgeht. Ah, Tobi hängt schon am Fenster. Er könnte eigentlich gleich Warbreeders Kontakt haben. Ah, der wird auch schon in die Mangel genommen. Muss er aufpassen, da sind zwei Leute drin. Da droht er jetzt erstmal. Und sie haben den Jäger noch nicht auf dem Schirm. Ach, oh Mann, 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 Leute, 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 Leute. Das ist ganz gefährlich hier. Der wisst mir auch als Jäger. Ah, Tobi hat... Oh, da hat er, könnte er sich den Smoke holen, aber er schafft es nicht. Blinds werden gesetzt, aber er trifft ihn einfach nicht. Ah, Smoke hat schon ein bisschen... Und Vismir kommt rausgepusht und holt sich Holz. Das war klar. Schöner Opening-Frag von den Jungs von Aras. Ah, das war ganz klar. Das hat er richtig gut gemacht hier. Oh, da könnte er sich jetzt auch gleich den Jäger holen, wenn der Call kommt. Au, da... Aber da hat er das Aim nicht dafür, da hat er das Aim nicht dafür. Da muss er verschieben. Er konnte zwar Hits setzen, aber das war's dann auch schon wieder. Oh, da ist die Doggeby. Und Doggeby frisst jetzt. Jetzt wird er auch von unten gepusht. Also jetzt muss Wismar richtig aufpassen. Oh. Da wurde er in Shirt geschossen. Das war's auf jeden Fall für den Jäger. Weil den kriegen sie da oben nicht mehr. Der ist ein gefundenes Fressen auf jeden Fall. Oh, Warbreeders auf dem Bandit ist jetzt Küche. Ah, da bin ich mal gespannt jetzt. Und die Axas konnte aber Physics Storms rausnehmen mit einem Heady. Somit haben wir jetzt noch drei Angreifer gegen fünf Verteidiger. Aber Tobi konnte endlich mal einen rausnehmen und hat den Valentina einen Heady gesetzt. Und somit haben wir jetzt nur noch vier Toxic the Best im Dr. Radke raus. Nur noch zwei Angreifer, meine Damen und Herren. Das sieht sehr, sehr, sehr schlecht aus für die Jungs von Fearless. Oh, der Plant. Geht der Plant durch? Und Liaxas konnte mit der Sekundär den Tobi in Heady setzen. Aber Physics Storms ist da. Euer Hydra ist da. Holt sich Liaxas. Und Physics Storm konnte sich auf jeden Fall den anderen. Und Warbreeders setzt den Heady an Hydra. Und somit gewinnen die Jungs von Aras ihre erste Verteidigerrunde. Und es steht 3:3. Jetzt müssen sich die Jungs von Fearless Warriors aber ein bisschen was einfallen lassen. Da bin ich jetzt gespannt. Oh, Unix, grüße dich und danke dir, mein Freund, danke dir. Ich habe euch irgendwie vermisst heute bei Go4. Was war los? ja, ich habe einen Discord-Server und der wurde auch eingerichtet, richtig schick. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne darauf joinen. Ne, da könnt ihr auch mal meinen Streamplan sehen, wenn ich was streame halt, ne? Und da könnt ihr auch darauf sehen, was ja, also Anfragen könnt ihr auch stellen zum Stream halt, ne? Ob ich denn euren CW casten soll. Ich sag mal jetzt, ne, ob es jetzt mal ein Fun-CW ist halt oder ein Liga-CW ist, ne? Weil es geht ja halt immer irgendwo ein bisschen unter, halt, sag ich mal, also zum Beispiel bei der DESBL zum Beispiel, da immer auf die ESL-Seite zu schauen, ne? Oder halt dann die Anfragen über Support halt. Ne, und so habe ich dann halt einen Discord-Server.
Ne, einfach erstellt halt, ne, was auch wirklich also schick eingerichtet wurde von meinem Mod iCrime. Da hat er sich mal 2 Stunden rangesetzt, ganz, ganz stark gemacht. Ne, und wie gesagt, da bin ich jeden Tag drauf, da können wir dann immer schön schnacken, da könnt ihr Fragen stellen und da seht ihr auch, was ansteht. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt erstmal die Angreifer wieder durch. Da haben wir Dr. Radke mit dem Lion wieder. Holz wieder auf dem Termite. Physic Storm hat diesmal den Kapitau genommen. Hydra ist auf der Ying wieder unterwegs. Und Toby auf der Ash. Auf Verteidigerseite. Toxic the Best. Auf dem Jäger. Wismis auf der Ela diesmal. Okay, Valentinas ist auf dem Smoke. Liraxis ist auf dem Bandit. Und last but not least, der Warbreeders ist auf der Mira unterwegs. Und dann wollen wir doch einfach mal schauen, ob hier welche am Laufen sind oder nicht. Ah, Toxic the Best, der Jäger ist wieder hinten ein großer Turm. Gehen wir doch mal gleich drauf, weil wie gesagt, der hat ja für ein, zwei wirklich gute Momente gesorgt. Und er schaut erstmal, wo sie angreifen werden. Und jetzt kommt der Call, dass sie kleiner Turm sind. Aber er wartet. Und das ist natürlich richtig schlimm, ne? Ich sag mal ganz ehrlich, wenn man jetzt den großen Turm nicht ausdroht und den Jäger nicht sieht, dann kann der Jäger schön hinterlaufen. Er wartet jetzt einfach auf den Call. Sie sind da, sie sind da, sie sind da. Oder sie sind da. Und dann kann er loslegen. Lade neues Magazin. Geh mal. Oh, der Tobi ist schon am Big Window. Wartet auf den Call. Ah, Physics Storms versucht immer hinten erstmal aufzupassen. Versammlungshalle. Ich weiß nicht, ob sie ihn vermuten. Keine Ahnung, ob sie den Jäger auf dem Schirm haben oder nicht. Ah, ich glaube, den Jäger haben sie nicht auf dem Schirm, meine Damen und Herren. Also das wird dann natürlich richtig schlimm. Oh, wenn er denn anfängt, da zu hinterlaufen, das wird richtig übel für die Jungs. Und das ist schlimm. Er wartet einfach. Er wartet, er zeigt sich nicht. Wenn es dann anfängt, vorne stressig zu werden und die Leute hinten in der Versammlungshalle nicht mehr im Blick haben, geht er dann langsam los. Ah, Versammlung geht auf. Er platziert zwar eine Claymore, aber ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie ihn auf dem Schirm haben. Oh, Liaxis konnte schön Heady ansetzen und hat den Termite rausgenommen. Aber Termite hat seine Schuldigkeit getan. Er hat die beiden Drops aufgemacht. Oh, jetzt drohen sie erstmal den großen Turm oder stellen erstmal eine Claire einfach nach hinten. Oh, er hat ihn nicht gesehen. Aber der Call müsste doch langsam kommen. Oh, der Ying-Push ist da. Nein, Hydra bleibt nicht. Er geht nicht hinterher. Ja, oh, die Stunts kommen, die Smokes kommen. Die Feuerpfeile kommen. Jetzt müsste es eigentlich... Ah, oh, Dr. Radke konnte auf jeden Fall Wismir rausnehmen. Schön aufgepasst. Aber sie haben Toxic the Best nicht auf dem Schirm. Sie haben ihn nicht auf dem Schirm. Liaxis konnte Hydra rausnehmen. Und somit haben wir jetzt eine 3-3-Situation. Aber Dr. Radke nimmt noch Lyaxis raus. Was geht denn ab hier mit Dr. Radke? Setzt Blinds auf jeden Fall Richtung Hallway. Noch 25 Sekunden. Schön gemacht vom Warbreeders. Da hat er den C4 angesetzt an Dr. Radke. Sie kriegen den Plant einfach nicht durch, meine Damen und Herren. Tobi versucht Blinds noch zu setzen. Er muss ihn an. Er muss. Blinds werden gesetzt. Auf Warbreeders konnte den Heady an Physic Storms ansetzen. Kriegt er den Plant durch? Nein, er kriegt den Plant nicht durch. Und Warbreeders setzt den Heady an und hat den Double Kill gemacht. Ganz stark gespielt auf jeden Fall von Aras. Und somit gehen die Jungs von Aras das erste Mal in Führung. Aber das war abzusehen, meine Damen und Herren. Weil, wie gesagt, also Oregon ist eine verteidigerlastige Map. Und die Jungs von Fearless Warrior müssen sich jetzt was einfallen lassen. Guck ich mal, der Link ist nicht gültig. Oh, was? Der Link ist nicht gültig. Dann müsste ich ihn auf jeden Fall mal neu machen. Dankeschön auf jeden Fall, M-Ray, dass du da gesagt hast. Aber das, also wie gesagt, also das war aber richtig gut gemacht von Aras. Mann. Die Jungs von Fearless, sie müssen jetzt auf der Hut sein. Weil das Ding ist einfach, wenn Aras jetzt diese Runde gewinnen sollte, sind sie im Matchball, meine Damen und Herren. Und das ist natürlich dann halt wieder so eine Sache. Dann muss halt Fearless auf jeden Fall 2 Runden gewinnen. Wenn sie jetzt natürlich ihre Angriffsrunde durchbringen, ne, ist alles wieder offen. Aber wir schauen einfach mal. Wismir nimmt den Echo.
Ja, das Problem ist halt bei Fearless Warriors, sie sind kalt gewesen. Sie sind absolut kalt gewesen halt, ne? Haben sich zwar ein bisschen im Locker aufgewärmt, aber das kann man ja halt nicht als ligatauglich bezeichnen. Gehen wir mal auf Angreiferseite wieder durch hier. Da haben wir den Dr. Radke wieder auf dem Lion. Holz ist wieder auf dem Thermite unterwegs. Physics Storm hat diesmal die IQ. Hydra nimmt die Ying. Und der Tobi ist auf der Ash unterwegs. Und Toxic the Best ist wieder auf dem Jäger unterwegs. Wismir hat diesmal die Echo, wie wir schon gesehen haben in der Pickphase. Valentinas ist auf dem Legion unterwegs. Lyaxis ist auf dem Smoke. Und Warbreed ist auf der Mira. 10 Sekunden übrig. So wie das ausschaut, sind 4 Mann in Room. Ich schaue nochmal, ob hier oben irgendwo ein Streuner ist. Sekunden. Ja. Der Wismir ist oben. Angreifer haben ihren Entschärfer zurückgeholt. Oh, er versteckt sich wieder. Ist das Entschärfen einer Bombe. Nee, das war kein Spawnpick. Dafür ist er zu weit weg. Geht jetzt White jetzt wieder runter. Und Toxic the Best ist hier in der Versammlungshalle wieder. Also ich hoffe doch inständig, dass sie diesmal ein bisschen besser ausdrücken werden, die Jungs von Fearless Warrior. Weil wenn sie wieder den Jäger übersehen oder nicht beachten, wäre das natürlich sehr strafbar. Oh, Dr. Radke ist ganz schnell unterwegs. Er ist schon Waffenlager. Schön ausgedrohnt. Schaut jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen, wo wir was sein könnte. Oh, wie schnell ist denn der Tobi unterwegs? Meine Herren, du. Wechsel in das Magazin. Oh, da muss er jetzt aber aufpassen. Da muss er jetzt gut aimen. Da muss er jetzt wirklich gut aimen. Oh, Warbreed setzt aber das C4 an. Und das war's dann auch. Schön gemacht von dem Warbreed. Hat er ein bisschen gefressen jetzt im Hallway. Aber kann gleich verschieben. Oh, der Smoke steht schön im Hallway. Ah, das machen sie richtig gut hier, die Jungs. Oh, da wird oben aufgeschossen Richtung White Stairs. Oh, Toxic ist oben, er sucht ihn auf jeden Fall. Er weiß, dass oben einer ist. Oh, manches genau 1:23 noch zu spielen. Oh, wenn du jetzt schießen könntest. Aber Jäger passt schön. Oh nein! Hydra konnte den Heady ansetzen. Da hat er richtig Glück gehabt. Und Dr. Radke holt sich Warbreeders. Und somit haben wir jetzt nur noch 3 Verteidiger. Aber Lyaxis holt Dr. Radke. Kriegt das Hydra nicht mit? Das hat er nicht mitgekriegt. Der Hydra hat das nicht mitgekriegt. Dass direkt bei ihm einer gestorben ist. Da muss er jetzt richtig aufpassen. Und Valentina setzt den Heady an Physics Storms und somit haben wir jetzt nur noch 2 Angreifer gegen 2 Verteidiger. Aber die Ying ist absolut One-Shot und Lyaxis holt sich Hydra. Ganz starkes Macht von den Jungs von Aras. Und somit ist jetzt das Team Aras im Matchball, meine Damen und Herren. Jetzt wird es richtig schwer für Fearless Warrior. Aras easy, Aras will win. Ja klar, das glaube ich auf jeden Fall. Ne? Team Aras ist auch stark, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade auf Oregon. Ja, das war auch ganz, ganz wichtig für Team Aras, halt in der im Angriff 2 Runden zu gewinnen. Ne, da müssen jetzt die Jungs von Fearless Warriors müssen sich jetzt um 180 Grad drehen. Also da muss jetzt auf jeden Fall was passieren. Weil, wie gesagt, das ist jetzt Matchball, meine Damen und Herren. Matchball für Team Aras. Oh Mann, da bin ich jetzt mal gespannt, ob sie den Matchball durchkriegen oder ob Fearless Warriors jetzt sich aufbäumen und sagen, nee, meine Damen und Herren, so nicht. Oh, Wismir wechselt wieder den Operator und nimmt den Bandit. Oh, Hydras hat aber die Blackbeard. Ah, das könnte jetzt auf jeden Fall Big Window ganz lustig werden. Aber die Jungs von Fearless, die müssen besser drohen. Es ist einfach so. Es ist zu viele Operators können offen rumlaufen, ohne dass sie entdeckt werden. Und dann schauen wir uns mal einfach mal die Jungs im Angriff hier an hier. Da haben wir den Dr. Radke wieder auf seinem Lion. Holz diesmal auf der Twitch. Physics Storm auf dem Termite. Hydra auf dem Blackbeard. Da bin ich mal ganz gespannt. Und Tobi wieder auf seiner Ash. Toxic the Best ist wieder auf dem Jäger unterwegs. Wismis hat den Bennett genommen. Valentina ist auf dem Legion. Lyaxis ist auf dem Smoke unterwegs. Und Warbreed ist auf dem Maestro. Ah, das wird jetzt richtig schwer für Fearless. Das wird jetzt richtig, richtig schwer. Noch 10 Sekunden übrig.
Ja, dann schauen wir einfach mal. Wie gesagt, 5 Leute sind noch in Room, aber ich gehe davon mal ganz stark aus. Also 2, 3 werden wieder ein bisschen rumlaufen. Ah, wissen wir so auf dem Bandit, der ist schon wieder unten, Versammlungshalle. Aber geht wieder zurück, so wie es aussieht. Er geht komplett runter. Und er versteckt sich unten Waschküche. Und ich glaube nicht, dass die Jungs von Fearless da gedroht haben. Schau nochmal. Da haben wir 3 Leute in Room. Toxic the Best versucht auf jeden Fall Waffenlager oben zu halten. Warbreed, das ist auf jeden Fall Doppelstockbetten. Könnte gleich Kontakt haben mit Hydra. Und der Tobi. Beide hängen sie am Fenster. Jetzt muss Warbreed auf jeden Fall verschieben. Ist gedroppt auf jeden Fall Küche. Das war die einzige Option, die er hatte auf jeden Fall. Aber sie haben Wismir ja nicht. Und wenn ich mir das wieder anschaue, der Bandit kommt hinten den großen Turm hoch. Und sie haben ihn wieder nicht auf dem Schirm. Der Einzige, der da hinten ein bisschen rumlungert, ist, glaube ich, der Termite. Ja, der Physics Storm. Aber er geht wieder weg. Und wenn der Call kommt, dass 2 Leute am Double-Fenster hängen. Oh, die Twitch platziert die Claymore. Oh, da hat er Glück gehabt. Da hat die Twitch Glück gehabt, ey. Holla, die Waldfee. Aber jetzt hat die Wismir auf jeden Fall verraten. Und Dr. Radke konnte Warbreeders rausnehmen. Die Twitch, also sie wissen auf jeden Fall, dass er da ist. Und das macht er ganz gut. Er verschiebt jetzt auf jeden Fall. Er lässt es jetzt sein. Also der Spieler Wismir ist also... Great Player, Wismir ist Great Player. Ah, Lyaxis hängt da noch. Hydra ist auf jeden Fall schon im Hauptschlafzimmer. Oh, ja, wie hat der die Crew jetzt abgekriegt am Fenster? Oh, da läuft er aber ganz... Aber ich glaube, er hat Toxic the Best nicht auf dem Schirm. Oh, Toxic the Best konnte den Heady einsetzen und hat den Blackbeard rausgenommen. Somit haben wir eine 4-4-Situation, meine Damen und Herren. Noch 48 Sekunden zu spielen. Aber Wismir nimmt Physics Storms raus. Oh, da muss er aufpassen. Da stehen sie sich beide gerade im Weg. Blinds werden gesetzt Richtung Waffenlager von Holz. Aber nur noch 30 Sekunden zu spielen. Jetzt muss es der Lion richten. Könnte er den Double Kill setzen. Schöner Handy von Dr. Radke. Aber Toxic the Best passt auf und holt Dr. Radke raus. Somit haben wir jetzt nur noch 2 gegen 3, meine Damen und Herren. 21 Sekunden zu spielen. Das ist Matchball. Und da muss die Twitch aufpassen. Aber Holz konnte sich noch Toxic holen. Und Tobi holt den Valentina. Ist das jetzt das ist die erste Angreiferrunde für die Jungs von Fearless? Ja, meine Damen und Herren. Holz hat noch Lyaxis rausgenommen. Da ging es nicht auf Plant. Da ging es einfach Mano a Mano. Zweikampf gegen, also Mann gegen Mann, meine Damen und Herren. Und somit wurde der Matchball das erste Mal abgewehrt. Aber jetzt müssen sie ihn nochmal abwehren. Und das wird sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, Arras ist stark auf Oregon. Und ich glaube nicht, dass sie sich nochmal so holen lassen. Und wie gesagt, also sie haben wirklich richtig Glück gehabt, dass der Bandit sich so früh verraten hat mit der Twitch. Weil wäre der Bandit eiskalt gewesen und hätte die Twitch laufen lassen, hätte er da 3 Leute an diesem Fenster gehabt, an der Fensterfront gehabt. Am Osten, Ostseite ist das, glaube ich. Und das, nee, nicht Ostseite, entschuldigt bitte, Nordseite. Und das wäre dann richtig schlimm gewesen. Ne, und ich schaue einfach mal, ne, der hat schon 7 Kills, Lyaxis 11 Kills. Also das ist richtig stark hier. Ne, MVP ist natürlich Dr. Radke hier, aber trotz alledem, es ist... Mann, das wird richtig schwer jetzt für Fearless Warriors. Wird richtig schwer. Die Angreifer müssen so viele Bomben lokalisieren und entschärfen, wie sie können. So. Ich muss mal schauen. Also wie gesagt, ich kann gleich mal schauen, wer denn als nächstes noch so dran ist. Die Wand ist verstärkt. Ne? Da gehen wir einfach... Oh Mensch, jetzt habe ich ja völlig hier mal die Angreifer durch vergessen. Mensch, jetzt bin ich ja völlig mal raus. So, Dr. Radke ist auf dem Line unterwegs. Physics Storm auf dem Termite. Hydra Kronos auf der Ying. Tobi wieder auf der Ash. Und die Twitch wird von Holz gespielt. Auf Verteidigerseite. Oh, diesmal hat Toxic the Best den Puls. Oh, warte mal, da muss ich gleich mal raufgehen. Also, wenn das jetzt ein Spawn-Pick wird. Oh, das könnte... Nein. Er lässt es. Wissen wir auf dem Jäger.
Valentinas auf dem Legion wieder. Liax ist auf dem Smoke. Und last but not least, Warbreed ist auf dem Bandit. Und ich weiß nicht, ob sie den Toxic auf dem Schirm haben. Dass er unten Küche ist. Weil er kann nämlich mit seinem C4 die beiden Nordfenster schön... da kann er richtig übelst, Alter, für Ärger sorgen. Tobi ist unten schon drin. Setzt Blinds Richtung Versammlungshalle. Verrät damit seine Posi. Ja. Ah, Toxic könnte den Heady ansetzen. Setzt er den Heady an. Aber da hat die Ash aber richtig Glück gehabt, dass der Toxic ein bisschen veraimt hat. Und er verschiebt gleich. Aber trotz alledem, der Ash, ja. Gutes Deutsch. Ne, der Tobi hatte richtig Glück gehabt. Hydra geht jetzt auf jeden Fall erstmal schön auf Suche mit seiner Drohne. Und das machen mir die Jungs von Fearless ein bisschen zu wenig. Ganz, ganz kleines bisschen zu wenig. Und Wismir holt Holz raus. Und also wie der das spielt, das ist ja der Wahnsinn hier. Der Mann ist immer nur am Laufen. Er weiß genau, wo die Leute hängen. Also das machen die Jungs von Arras richtig gut. Ne? Also da muss einer permanent in der Drohne, in der Cam sein. Aber Dr. Radke konnte Toxic the Best rausnehmen und somit haben wir wieder eine 4-4-Situation hergestellt. 1:30 noch zu spielen, meine Damen und Herren. Ah, da kriegt Physics Storms Probleme mit der Cam. Und wenn ich mir das anschaue, wissen wir es immer noch im kleinen Turm, im großen Turm. Und ich weiß nicht, ob sie den auf dem Schirm haben. Noch eine Minute zu spielen. Oh, jetzt. Da muss die Ying aber auch hinterher pushen eigentlich. Ja, da ist vor allem beim Smoke. Und Smoke setzt auf jeden Fall ein. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum setzt der Hydra nicht nach? Wenn man schon die Candelas einsetzt von der Ying, dann muss man auch pushen. Oh, schöne Blinds Richtung White Stairs und er konnte Valentinas rausnehmen und den Double Kill ansetzen gegen Lyaxis. Somit haben wir jetzt nur noch 2 Verteidiger gegen 3 Angreifer. Jetzt kommt der Push von Hydra. Er ist absolut One-Shot, setzt Blinds. Aber das ist halt... Oh, jetzt... Wismir kommt von hinten, aber Tobi hat aufgepasst. Ganz stark gemacht von der Ash. Und Hydra konnte Warblitz rausnehmen. Und somit haben wir ein Unentschieden wieder, meine Damen und Herren. 5:5. Ganz stark gemacht von den Jungs von Fearless. Ganz wichtig auf jeden Fall auch die letzten beiden. Mann. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht die Verlängerung los. Holla die Waldfee, meine Damen und Herren. Jetzt ist auf jeden Fall, also jetzt ist hier wirklich Land unter. Beide Teams, also das ist jetzt hier, also wer gewinnt hier und kommt ins Achtelfinale? Und die Jungs von Fearless müssen nochmal angreifen. Jetzt bin ich gespannt. Also wenn sie den Angriff jetzt durchkriegen, sind sie im Achtelfinale. Mann. Aber wie gesagt, beide Teams alle sind sehr stark hier unterwegs auf Oregon. Oh. Also wer hier zuschaut, der hat auf jeden Fall einen richtig geilen CW gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also beide Teams sind wirklich absolut stark. Und der Monte kommt zum Einsatz. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt, also, ho. Jetzt werden hier alle Register gezogen. Die Angreifer müssen Bomben lokalisieren. Dann gehen wir doch einfach mal die Angreifer jetzt durch. Da haben wir den Tobi wieder auf der Ash. Hydra ist diesmal auf dem Monte unterwegs, da bin ich mal ganz gespannt. Physics Storm auf dem Termite, Holz auf dem Setcher und Dr. Radka auf dem Lion. Warbreeders ist auf dem Bandit unterwegs. Lyax ist diesmal auf dem Legion. Valentina hat den Smoke. Wismir auf dem Jäger. Und Toxic the Best auf dem Echo. Und wie gesagt, also die Jungs von Fearless, sie müssen jetzt Drohnen. Weil das machen sie, also wie gesagt, der Spieler Wismir gefällt mir richtig gut, was der am Roomen ist. Absoluter Wahnsinn, der Mann. Und dann schauen wir mal. Also wie gesagt, wir haben auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 Leute in Room. Aber wisst ihr, geht wieder auf Roomatur. Er versucht auch gleich früh zu stören. Ist im kleinen Turm. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob sie da schon gedroht haben oder nicht gedroht haben. Das Bombenentschärfungsgerät wurde
so wie es aussieht, hat da auch keiner irgendwie mal einen Blick riskiert auf kleinen Wachturm. Und der Wismir wartet wieder auf seine Calls. Oh, das wird richtig böse hier. Sie haben ihn nicht auf dem Schirm, meine Damen und Herren. Sie haben ihn im kleinen Turm nicht auf dem Schirm. Das darf doch nicht wahr sein. Aber der Monte sucht ihn. Und ich verstehe das jetzt gerade nicht, warum kleiner Turm nicht ausgedroht wurde. Oh, da könnte er schön Hedy ansetzen. Na, mal gucken. Ah, nee, er lässt es. Ah, ich schaue noch mal. Abumme. Ah, das ist natürlich jetzt... Es will auch keiner hinten drohen. Da sind jetzt zwei im Hallway, gerade einer im Hallway gewesen. Also jetzt müsst ihr allein aber gleich Kontakt haben. Und das ist halt das große Problem jetzt gerade bei den Jungs von Fearless. Sie drohnen zu wenig. Da wird nicht aufgepasst. Schöner Hedy, schöner Opening Frag von Wismir. Und somit ist die Ashe raus. Aber Dr. Radke konnte die Axis rausnehmen. Aber trotz alledem, der Kill hätte nicht sein dürfen. Also da, Jungs, also tut mir leid, wenn ich das sage, aber ihr müsst besser drohnen. Es darf nicht sein, dass ein Operator oder ein Spieler einfach so frei rumläuft und dann nach über eine Minute da stehen kann. Er hinterläuft jetzt, aber ich glaube, der Lion hat ihn jetzt auf dem Schirm. Ja, aber Dr. Radke setzt den Hedy an und nimmt den Wismir raus. Ganz starker, wichtiger Frag. Holz konnte Valentinas rausnehmen. Dr. Radke nimmt noch Warbreeders raus. Setzt Blinds, holt sich den Smoke, Toxic the Best. Und somit gewinnen die Jungs von Fearless Warriors diese Runde. Alter Schwede, was ist denn hier los? Drei Angreiferrunden am Stück. Ganz, ganz, ganz stark gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen sie die Jungs verteidigen. Und jetzt sind die Jungs von Fearless Warriors im Matchball, meine Damen und Herren. Da bin ich jetzt absolut gespannt. Also wie gesagt, Skynet, ne, wenn du da immer auch so die Strats und die Taktiken und so machst, ne, trichter deinen Jungs ein. Ey Leute, das darf nicht sein. Drohnen. Ich meine, man hat ja als Team, sage ich mal jetzt, 10 Drohnen. Und das Ding ist einfach, wenn man im Angriff ist, was die meisten an sich immer vergessen, wenn man im Angriff ist, ist man immer in der Überzahl. Klingt jetzt komisch, aber ist wirklich so. Weil, wie gesagt, Rumor sind ein, zwei Leute unterwegs. Und die müssen ausgedroht werden. Es darf an sich nicht sein, dass einer frei rumlaufen kann. Ne, der wird halt eine Cam halt, sage ich mal, kleiner Turm gestellt. Der wird eine Cam halt unten Waschküche gestellt. Der wird eine Cam großer Turm gestellt. Eine Cam wird abgestellt Richtung Versammlungshalle. Und eine Cam, sage ich mal, Richtung Klassenzimmer. So, und dann bleiben die da einfach stehen, ne? Und sobald einer tot ist oder halt einer jetzt kurz Zeit hat, dann switcht der da alles durch. Aber das ist ja der absolute Hammer. Also wie gesagt, der Wismir, der gefällt mir richtig, ne? Das ist ja also Wahnsinn, wie der Mann spielen kann. Ah, dann gehen wir mal die Angreifer durch. So, da haben wir die Warbreeders auf dem Jackal, meine Damen und Herren. Lyaxis ist auf der Ashe. Valentina ist auf dem Termite. Wismir diesmal auf der Twitch unterwegs. Und Toxic ist the Best auf dem Bug. Ja, da haben wir auf jeden Fall Verteidigerseite wieder von Fearless. Da ist ja Tobi wieder auf seinem Bandit unterwegs. Hydra wieder auf der Mira. Physics Storm auf dem Smoke. Holz auf dem Maestro. Und Dr. Rutger auf dem Jäger. Ja, da bin ich jetzt mal ganz gespannt, wie sie die Verteidigung jetzt durchbringen. So, und so wie es aussieht, zwei Leute in Room. Oben die Drops wurden alle verstärkt. Der Tobi geht aber wieder runter mit seinem Bandit. Oh, der Smoke ist oben, großer Turm, oder hat einfach nur einen Rotate gemacht? Ah, er hat einen Rotate gemacht, alles klar. Damit der Maestro halt ein bisschen hin und her laufen kann. Aber so wie es aussieht, geht er auch gleich wieder runter. Aber Dr. Rutke läuft nach hinten. Ah, diesmal sind sie besser aufgestellt. Definitiv diesmal besser aufgestellt. So, und das ist jetzt wieder das Ding hier. Ne? Die Jungs von Aras haben gedroht, alles klar. Oben ist der Jäger, haben sie gesehen. Dann holen wir uns erstmal den Jäger, damit wir keinen Stress haben. Ne, Valentinas drohen erstmal noch schön aus. Ne, Wismir drohen unten sogar aus. Ne, Toxic the Best wartet einfach, bis der Call kommt, alles klar, clear oder nicht clear. Ne, und sie wissen, dass der Jäger oben ist. Oh, da hat der Jäger aber richtig Glück gehabt. Und Dr. Radke setzt den Opening Frag am Warbreeders. Jetzt muss er aber aufpassen, ist Half-Life. Ah, das ist aber natürlich, da hätten sie mit zwei Mann draufgehen müssen. Da hätte der Warbreeders nicht alleine raufgehen dürfen.
Da bin ich mal gespannt. Also, oh, da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Aber dass sie da oben mitverteidigen, ist auch nicht schlecht. Habe ich auch noch nicht so gesehen, dass da oben verstärkt wird. Ah, Dr. Radke ist immer noch Kinderschlafseele. Wer steht denn da oben noch? Oh, der Tobi. Der Tobi ist auf dem Dachboden. Aber wurde gleich gecallt oder wurde auch gleich gepinkt. Jetzt muss er verschieben. Aber das machen sie diesmal richtig gut, die Jungs von Fearless. Sie verteidigen oben Schlafseele mit, obwohl der Bereich unten Waschküche ist, meine Damen und Herren. Sie wollen einfach nur Zeit kaufen. Und das schaffen sie auch. Jäger und Bandit, also Sister of Mercy, sag ich mal. Aber Lyaxas konnte den Tobi rausnehmen. Somit haben wir jetzt nur noch den Dr. Radke oben mit seinem Jäger. Jetzt muss er aufpassen. Angreifer haben den Bombenentschärfer. Und drei Leute stehen oben. Drei Leute stehen oben. Das machen sie gut, die Jungs von Arras. Oder hat er jetzt den ersten gesehen? Da kann er sich die Ash holen. Schön gemacht. Setzt den Double Kill an Valentinas an und Physics Storm kann Toxic the Best rausnehmen. Und somit haben wir Last Man Standing im Matchball. Wismis muss es jetzt richten, meine Damen und Herren. Er hat noch 50 Sekunden. Vier Verteidiger. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, das ist Matchball für Fearless Warriors, meine Damen und Herren. Matchball. Oh Mann, ich weiß schon gar nicht, Alter. Ich traue mich schon gar nicht, was zu sagen. Oh, da verrät er seine Posi. Da muss er jetzt aufpassen. Oh, da frisst er. Aber er konnte sich den Jäger holen. Jäger ist jetzt In-Shirt geschossen. Ah, das kostet zu viel Zeit. Also wisst ihr, das muss nicht sein. Es sind noch 22 Sekunden und dafür jetzt auch mal, ich sag mal, ein Teambecken verbraten. Das ist schade, 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 ne? Also ich meine, das Aim ist da von Wismir. Aber er hat abgeschlossen. Er hat abgeschlossen, meine Damen und Herren. Und somit gehen die Jungs von Fearless Warriors ins Achtelfinale. Ne, Smoke schmeißt seine Ladung raus. Und Physics Storm pusht nochmal schön mit der Schrotze. Und somit gewinnen die Jungs von Fearless Warriors diesen CW. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, also Verteidigung. Hui! Aber Angriff, Mensch, jetzt Kinder, Leute, Drohnen, Drohnen, Drohnen. Ganz stark gemacht auf jeden Fall. Ganz, ganz stark gemacht von beiden Teams. War auf jeden Fall ein richtig schöner CW hier drauf zu sehen. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, es hat euch auch gefallen. Ich gehe nochmal rein. Mal gucken, ob die Jungs noch was sagen wollen.